Ich möchte dieses Mindset nochmal aufgreifen, was du angesprochen hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und manche tappen da ein bisschen in diese Falle rein, das als Ober und Unter zu sehen. Also sozusagen, ich bin oben drüber und alle meine Leute, die sind irgendwie so unterhalb. Ja? Und dadurch entsteht dann so irgendwie so ein Machtgefälle und dann entsteht aus dem so ein Machtkampf und dann irgendwie ist das so ein Kampf, wer jetzt irgendwie da Recht hat und kann jetzt quasi der Mitarbeiter Recht haben, wenn ich was anderes gesagt habe und alle diese komischen Dinge entstehen dadurch. Und ich glaube, die viel bessere Sicht auf diese Dinge ist einfach zu sagen, uns unterscheiden im Wesentlichen die Aufgaben und vielleicht auch die Ziele oder die Rollen dahinter, die wir haben. Und meine Aufgabe ist als Führungskraft meistens nicht irgendwie der Schlauste zu sein oder die tollsten Ideen zu haben oder ähnliches, sondern die Aufgabe könnte zum Beispiel sein, von oben herabkommende Ziele irgendwie so in Vollendung zu bringen, mit Hilfe des Teams, dass wir dem Unternehmen sozusagen dienlich sind. Ja, das könnte irgendwie so ein Ziel sein. Und dann ist die Aufgabe eben zu schauen, man sagt oft, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit das Team arbeiten kann, etc. Ne? Und da brauchst du halt eben dieses Feedback auch schon wieder. Ja, wo ist denn überhaupt so ein Hindernis? Ja? Was behindert an der Arbeit? Wo fehlt es ein bisschen? Und wenn man alles das zusammenbringt, dann gibt es das auf einmal nicht mehr, dieses große Machtgefälle und jetzt sagt dein Mitarbeiter irgendwie, das braucht er und du sagst aber nein, weil ja, dann merkt man das Ego natürlich auch an der Stelle und dass es an dem bekanntlich oft scheitert, aber selten scheitern sollte.